like a phoenix, born from the ashes. Na, ihr Steckdosenbefruchter, was geht? Wir spielen wieder Dead Space und ja, wie ihr bemerkt habt, habe ich letztens mal die ganze Zeit bayerische Aufnahmen gemacht und ich werde es auch weiterhin so machen, so ein bisschen deutsch, ein bisschen bayerisch, weil die meisten verstehen bayerisch nicht oder ein paar Sätze nicht und deswegen werde ich das jetzt so einteilen, dass ich mal bayerisch Let's Playe und mal nicht und ihr könnt ja schreiben, wie euch das gefällt und ob euch das nicht gefällt. Ihr könnt eine Bewertung einfach mal da lassen dazu und ja, würde mich freuen drüber und wir machen mal wieder weiter mit Dead Space. Ich kreie mir nicht so unbedingt. Ich hoffe, der Sound ist nicht so laut. Aber es hört sich brutal laut. Also auf meinen Ohren. Es hört sich so ernst derbe laut an. Und ich habe es eh schon leise gedreht. Blöd. Jetzt drehe ich es mal noch ein bisschen leiser. Hier. Und vielleicht Stimme. Also es kriegt brutal laut und letztes Mal haben wir aufgehört und da ist der Typ, der uns gesagt hat, er möchte uns zeigen, was Dingsbobs ist. Ich hab's nicht vergessen. Vielleicht werden Sie jetzt verstehen. Mein Werk muss fortgesetzt werden. Wird fortgesetzt werden. Ich, Dr. Chalice Mercer, werde als Katalysator zur Rettung unserer Spezies dienen. Diese Exemplare werden mit mir zur Erde zurückkehren und ich werde ihre göttliche Pracht auf den ganzen Planeten verbreiten. Ich überlasse sie jetzt meiner Schöpfung. Fügen sie sich dem Unausweichlichen. Was? Okay. Das ist definitiv erstens zu laut, das ist ja brutalst. Warum ist denn das so höllisch laut? Alter. Jetzt drehe ich wirklich ganz laut. Die Stimme ist okay. Das ist immer noch brutal laut, aber wird schon gehen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gefrierphase aktiviert. Was? Nein! Irgendwie hört man jetzt keinen Effekt-Sound mehr, oder ich bild mir das ein. Es ist irgendwie so laut und dann so leise. Ich kann das einschätzen. Komisch. Es ist merkwürdig. Oh Gott! Oh Gott! Okay, okay, okay. Ich glaube, ich muss es hier reinlocken. Kann das sein? Ich glaube, ich muss das hier reinlocken. Okay, 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 okay. Slow und lauf, 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 lauf. Und gefiltert. Los. Yes! Gefrierphase erfolgreich beendet. Woo! Patient wird transportiert. Bye! Jawohl! Hoffentlich war das das Letzte, was wir von diesem Ding gesehen haben. Ich konnte Mercers Sicherung umgehen. In deiner Nähe ist eine kleinere Monorail-Station, die dich zu den Hydrokulturen bringen wird. Hoffentlich reicht uns die Zeit. Yo! Wow, okay. Habe ich doch noch gut gemeistert. Ich habe nämlich mir irgendwie schon... Ist er das? Sieht dann hart.
Nee, das sind mehr. Ich habe mir aber irgendwie schon gedacht, dass ich ihn hier drin slowen muss. Ich wusste nur nicht, wo ich ihn einfrieren soll, wo es es gesagt hat. Und ja, passt ja. Stay Power Speed Riding. Kiste, Kiste. Okay, wir müssen... gut. Aber ich hab's mit Bravour gemeistert, auch wenn ich manchmal mich erschrocken habe. So ein klein bisschen. So. Gut. Ist da die Monorail? Ja, da ist sie. Nice. Gut, hier haben wir noch Credits. Ein Shop habe... Was war das? Das klang aber nicht gesund. Egal, ich gehe in die Monorail. Rainer! Abschließen, Kapitel! Boah, ich frag mich, wie lange das noch geht. Kapitel 5, tödliche Hingabe. Hm. Gemeist. So, was ist Kapitel 6? Gefahr für die Umwelt. Ja, die Umwelt ist schon so ein bisschen. Warte. Was sagt ihr? Ist die Umwelt wichtig? Also ich sag schon. Also ich finde, die Umwelt ist wichtig. Also man sollte schon ein bisschen auf die Umwelt achten. Haben wir drin irgendwas? Nein? Gut. Das sieht nett aus. Logbuch der Hydrostation, Dr. Elizabeth Cross. Ich bin erfreut zu berichten, dass wir derzeit auf knapp maximaler Kapazität arbeiten. Die Flora ist gesund und gedeiht und die verzehrbare Ernte hat mehr als erwartet abgeworfen. Ich wollte den Überschuss zur Kolonie bringen lassen, aber der Captain hat ein Flugverbot verhängt, mit dem ich ganz und gar nicht einverstanden bin. Alle wissen, dass es dort unten Probleme gibt und ihnen unseren Überschuss zu verweigern, wird daran auch nichts ändern. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Toiletten nicht mag in Horror Games? Ich glaube nicht. Boah, so lecker. Wieso habe ich das Gefühl, dass hier irgendwas mir nicht gefallen wird? Und hört auf, mir schon wieder zu Öhrchen zu füßen. Oh Gott, das ist ja wie mich das schon. Oh, ich hasse Toiletten in Horror Games, aber ich wusste, es würde was passieren. Oh. Ich habe zwar nicht richtig gesehen, was es war und was genau. Ich nicht cool. Okay. Warum wechselt jetzt nicht mehr? Weil der wechselt nicht mehr. Was ist jetzt los? Meiner will nicht mehr raus aus dem Zielmodus. Wartet mal. Scheiße, kann ich gar nicht. Okay, wartet. Warum? Ich habe eine Idee. Wartet, warte, 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 warte. Ich habe einen Plan. Kann ich nicht hier, wenn ich hier drauf... Nein. Ich brauche irgendwo ein Safe Point. Verdammt! Ich kann es nicht wegmachen, ich weiß nicht wieso. Ich hoffe, die Facecam hat sich nicht irgendwie verschoben. Also ich muss jetzt so rumlaufen, ich schwöre, ich klicke drauf auf Zielen und weg, aber irgendwie hat sich's verhakt.
keine Ahnung. Vielleicht wenn ich hier unter Steuerung gehe. Grundsteuerung. Schlagen. Zielmodussteuerung. Ah. Zielmodus. Jo, mach mal hier. Kein Plan. Was ist das? Ich habe echt kein Plan. Anscheinend bug ich. Ich weiß nicht wieso. Ich kann es euch zeigen, warte. Hier ist meine Maus. Hier mit Zielbahn. Ich kann hier schießen und hier zielen. Aber der geht nicht mehr weg vom Ziel. Ich weiß nicht wieso. Es ist passiert, wo ich mich erschrocken habe und keine Ahnung. Ja. Eigentlich suche ich gerade einen Speicherpunkt, damit ich. Alter. Eingeleitet. Alter. Hab ich mich jetzt verjagt. Ach, solche Spiele sind toll. Ich kann nicht mal gucken, wo ich hin muss. Ey, das ist doch er! Aber ich kann nicht mal richtig was machen. Isaac, wie schön Sie lebendig zu sehen. Nehmen Sie den Helm nicht ab. Die Luft ist faulig. Ich habe es gesehen. Es ist riesig. Sie werden es nicht glauben. Es hat sich im Lebensmittellager verschanzt. Die Crew auf diesem Deck. Ich glaube, Sie sind es, die die Luft hier verpesten. Sie werden transformiert. Ich habe einen von Ihnen gesehen. Aufgedunsen, angeschwollen. Das sind Giftfabriken. Wir müssen sie ausschalten, solange wir noch atmen können. Hammond! Ich dachte, Sie wären tot. Gehen Sie irgendwo hin, wo die Luft sauberer ist. In Ihrem Zustand sind Sie Isaac keine Hilfe. Isaac? Ich scanne jetzt den Sektor. Er hat recht. Da ist was mächtig Großes im Lebensmittellager. Aber ich bekomme keinen guten Scan. Die Monitoranzeigen sind unbrauchbar. Sei bloß vorsichtig. Ich hab's herausgefunden. LOL! Dass sowas überhaupt gibt. Ich kann nämlich, ihr kennt bestimmt diese, wie nenne ich die Taste jetzt? Ihr kennt bestimmt die Großschreibtaste, wo man sie feststellen kann. So dass man dauerhaft groß schreiben kann. Das war drin. Und das zielt die ganze Zeit. LOL. Hab ich gar nicht gespannt, dass ich da vor Schreck draufgegangen bin. Tür zum Lebensmittellager, aber ich kann die Abschottung nicht aufheben. Du musst die Kapseln zerstören, damit die Luftqualität wieder annehmbare Werte erreicht. Dann kannst du durchgehen und das Gift am Leviathan einsetzen. Klingt logisch. Klingt logisch. Okay, also. Wir haben hier schon mal Speicherpunkt. Das ist doch mal. Gut. Aber jetzt habe ich ja das Problem gelöst. Jetzt ist eigentlich eh schon wurscht. Und wir dürfen weitermachen. Hier ist ein Shop. Auf den habe ich auch schon Weilchen gewartet. Ja, geil. Ein paar Blaupausen haben wir nicht gekriegt. Ich weiß gar nicht, wie viele Anzüge es gibt. Energieknoten. Ja, nein, wir wollen es ins Winter. Das hebe ich mir mal auf. Laserkanone. Nett, verkaufe ich den mal. Ich höre eklige Geräusche im Hintergrund. Okay, nehmen wir dich mal mit. So, damit sind wir wieder ein bisschen gewappnet. Aber ich habe ganz schön kassiert, merke ich gerade. Unnötig eigentlich. Passt schon. Gut, zuerst da lang. Okay. Diese Geräusche sind nicht schön. Au. Ich sollte wohl froh sein, dass Hammond noch am Leben ist, aber ich traue ihm nicht.
Ich glaube, er verheimlicht etwas wegen des Markers. Okay. Au! War doch gar nicht mal... Fick dich! Okay... Man kann also dieses Spritzzeug in ihre Augen... Hilfe! Schnell! Schnell! Wieder rein! Ich möchte nicht nochmal angespritzt werden! So, wir haben zwei Knoten! Leben ist voll aufgepimpt, aber ich gebe mir jetzt mal ein bisschen mehr Luft, weil wir hatten schon Situationen, da war die Luft knapp. Verdammt knapp! Und das brauchen wir ja nicht nochmal. So. Ja, ich heb mir den Knoten auf. Falls wir wieder so einen Knotenraum finden oder sowas, dann ist es scheiße. Ich heb's mir auf. Gut. Okay, hier bin ich safe. Der geht nicht auf. Gar nicht. Nein. Auf zur Schnacharbeit. Aber jetzt habe ich wieder Schaden kassiert wegen diesem Scheiß. Oh. Der ist tot. Ha, lass dich mal zu treffen. Eigentlich könnte ich auch Munition sparen, aber... What the fuck is... that? Was zum Teufel? Okay. Wow. Alter. Sowas könnt ihr nicht mit mir machen. Ihr Scheißviecher. Oh Gott. Fuck you! Fuck you! Oh. Wow! Oh, Alter, wie viele? Alter, ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist das ein Scheiß? Ist jetzt Ruhe. Alter, was zum Teufel übertreiben diese verfickten Viecher einfach mal? Alter, schaut euch den Scheiß an, wie er einfach rumliegt. Alter, nee. Ach du Scheiße. Aha, da ist noch irgendwas. Wahrscheinlich da drin. Boah, Leute. Wie krass. Wie krass, wie krass, wie krass. Da komme ich nach oben.
kann ich was aktivieren. Nährstoffzufuhr einleiten. Lass ich mal. Ich schau mich mal um. Oh, lol. Okay, der vergiftet hier anscheinend ein bisschen. Da draußen geht die Party wieder ab. Ja. Dachte ich mir schon. So, jetzt haben wir einen Raum gesäubert. Oh nein. Mehr oder einer? Da ist auch einer drin. Hier ist Ruhe. Gut, hier ist auch wieder ruhig. Oh nein. Was das bitte? Ja. So. Ich hoffe, ich habe jetzt das Ganze aufgeräumt und gesäubert, halbwegs. Jetzt soll ich hier nach oben. Was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Nährstofffass wird ersetzt. So aus Interesse raus. Keine Ahnung, was passiert ist. Oh, hier kann ich ein bisschen hochfahren. Ich fahre mal ins zweite. Achtung, bei der Atmosphärenauswertung wurden Giftgase registriert. Ein zuständiger Techniker wurde informiert. Natürlich. Schön alles nachladen. So, ich bleib jetzt aber erstmal hierbei. Muss ich noch hören? Nein, ich bin richtig. Hier liegen Credits. Die packe ich mir ein. Da kann ich rein. Und da muss ich hin. Gehe ich hier mal rein. Und checke ab. Gibt es hier irgendwas Schönes zu holen? Munition, immer gut. Und Speicherpunkt. Ey, yes. Ich weiß nicht, wie lange wir schon wieder aufnehmen. Und ich glaube, es ist mir auch relativ schon. Ich hatte beide Erschreckungen. Ich schaue mal nur kurz in den Raum. Oh, hier schon wieder. Ich kenne euch noch verdammt gut aus Dead Space 3. Alter, wie ich euch liebe. Okay, ich werde diesen Raum noch abchecken. Und dann nochmal speichern. Und dann werden wir mal gucken. Wie es weitergeht nächstes Mal. Ich will immer nie reden, wenn die Monster da sind, weil die einfach mal übertrieben laut rumkreischen und alles. Nervig. So, hier. Ey, ich dachte, ich muss hier nicht lang.
Schwerelosigkeit. Ist klar. Da ist nur eins. Na komm. Matat. Whoop. So. Hier müssen wir jetzt eigentlich ändern. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, was das genau soll. Das sind Spikes. Das ist erfreulich. Oh, anscheinend bin ich nicht falsch. Anscheinend bin ich auf den richtigen Weg. Nehme ich an. So. Hier kann man doch irgendwo... Ja. Ende der Schwerelosigkeit. Gut. Hier haben wir ein paar explosive Fässer, warum auch immer. Wo bin ich? Achtung. Luftfiltersystem noch aktiv. Das Betreten der Filterungsröhren ist äußerst gefährlich. Sag mir nicht, ich bin jetzt doch richtig. Hallo? Hallo, Security. Ach Gott sei Dank, hier spricht Dr. Cross. Ich bin in der Hydrostation und versuche Second Engineer Jacob Temple zu orten, komme aber nicht durch zum Maschinenraum. Natürlich weiß ich, dass auf dem ganzen Schiff medizinische Alarmstufe ist. Deshalb suche ich ihn ja. Nein, für den Augenblick sind wir sicher. Aber die Monorail ist defekt und wir können nicht zu den Rettungskapseln. Hallo? Hallo? Oh. Okay. Okay. Oh, Alter, nein. Fuck. Fuck. Kann ich hier? Nein, kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Ich laufe einfach. Fuck off, Business! Ist das ein blöder Scherz jetzt? Alter, ich kriege Rappler. Fuck off. Damit die Luft wieder anständig zirkuliert oder bla. Boah, Alter. Ich bin ja mal sowas von tot. Ich benutze mal diese Laserkanone. Eigentlich wollte ich ja nicht weitermachen, aber anscheinend bin ich genau trotzdem richtig gegangen. Ich weiß nicht wieso. Was ist das? Und jetzt? Ich habe keinen Plan, was ich tun soll. Ehrlich nicht. Ich folge einfach mal den Weg. Ah, okay. Okay. Alles, was ihr wollt.
So habe ich mir das bestimmt nicht vorgestellt. Ich wollte eigentlich safen. Und aufhören. Und ich gehe davon aus, wir sind locker über 20 Minuten schon hinaus. Ich wollte doch nur kurz gucken, was uns erwartet, Mann. Ich dachte so, das ist ein Raum, der nicht weiterführt. Im Lebensmittellager registriert. Ja. Da läuft die Uhr. Also. Ergebnis. Oh. Ach nö. Oh. Nein. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Lutscht den hier. Lutscht ihn. Ja. Was? Jetzt soll ich den Aufzug nochmal fahren? Wie viel Schuss? 6. Wie viel Schuss? 41. Wie viel Schuss? 5. Ich benutze die. Wie lang fahrt der denn? Los, fahr schneller. Aber wer hätte damit gerechnet, jetzt beim Ernst? Und ich mit meiner Low AP überlebt es natürlich. Warnung, 10 Kilotonnen schwere Masse im Lebensmittellager registriert. 10 Tonnen Kilo schwere. Damit ist dieser Fettklops da gemeint. So. Sind wir da? So. Ich lauf hier lang. Aha. Och, nö. Ja, das hat ganz gut geholfen. Aber ich finde die Laserkanone scheiße. Ich finde die ehrlich scheiße schon. Da finde ich die hier besser. Aber es ist alles tot. Wie immer. Und ich habe was zum Heilen. So, was nun? Wieder nach oben. Ich klicke da mal auf Stofffass wird ersetzt. Ich weiß nicht, was es bringt, ich tue es einfach. Ich wette, wir bis jetzt auf 3 hoch. Boah, wie langsam. Und das geht weiter? Ja. Man kann da aber auch nicht raus einfach. Wäre witzig, einfach mal aussteigen. Zu 3 fahren lassen. Noch langsamer. So. Hier haben wir wieder Credits. Ach, ich bin falsch. Wieso nur? Ich denke mal, weil hier einfach nur Kisten sind, die ich aufsammeln kann. Yay. Und Leben. Wow. Oh, Geld. Gut, dass ich eins hochgefahren bin. Aber das braucht wieder ein bisschen Zeit und eigentlich, wie gesagt, ist die Aufnahme schon vorbei wahrscheinlich. Ich nehme ja immer nur 20 Minuten auf und normalerweise stelle ich mir ja einen Timer, aber ich habe es voll verplant. Vor lauter Vorfreude auf Deep Space und dann passieren so schlimme Dinge, wo ich mir einfach mal wieder nur mein Herz rausreißen würde. Ich glaube, hier war der Speicherpunkt. Richtig. Richtig. Gut. Dann würde ich sagen, nächstes Mal gehen wir in die andere Seite rein. Wir haben ja die andere Seite, glaube ich, jetzt fertig. Werden wir noch sehen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Und ich hoffe, euch hat die Aufnahme gefallen. Lasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar wieder da. Positive Bewertung.
Würde mich freuen. Und ja, lasst auch eine Bewertung, wie ihr den bayerisch reden und den nicht bayerisch reden mal da. Was euch besser gefällt, werde ich mal ab und zu einführen und ja, mal gucken. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufgabe. Bleibt so flauschig, wie ihr seid und ich bin euer Rico. Ciao, ciao.